Jo, gehen wir mal da durch. So. Das ist der Hampton Town Zugangspunkt, dein Ausgangsfeld. Jackknife ist nicht bereit. Klingt positiv, ja? Oh, oh. So, dann hangeln wir uns jetzt einfach mal hoch. Mal sehen, ob wir da gleich wieder Bekanntschaft mit einigen neuen Cops machen. Ich glaube, die stehen auf uns hier. Weil wir sind sportlich. Wir sehen recht gut aus. Sind so ein bisschen so Bad Girl. Also im Inneren sind wir alles Jungs, aber... Ne? Wisst ihr ja. So, das müssen wir, denke ich, mal ausmachen. Wir wollen ja nicht wieder ins Wasser springen. Das reißt uns ja nur runter. Das wäre ja Selbstmord. So. Und hepp. Und hepp. Und alle, ja. Also jetzt müssen wir wieder auf Zirkusclown machen. Da. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Warum springt die da nicht hoch, die Olle? Okay, kann sein, dass sie doch nicht auf uns stehen, die ganzen Cops, weil... Bisschen doof ist auch. Ah, naja. Also jetzt gerade in diesem Moment. Was ist das? Kranfernsteuerung zum Erhöhen der Last drücken. Hören wir mal darauf. Ich denke mal, dass das jetzt hochgezogen wird. Oder nicht? Oh, da müssen wir, glaube ich, rauf. Ah. Ja, müssen wir sogar. Hui. Hä, was? Was, was, was? Ist ein bisschen zu kurz. Alter, Kelligan. Oh mein Gott! Ey, da ist ein Koffer in der Nähe hier. Scheiß auf Cops, wir sammeln hier Koffer. So, ich lass, glaube ich, mal... Da ist einer. Bam! Nimm das, Fotze! Nummer 1. Nummer 2. Oh, wir brauchen jetzt wieder... Oh, nein! Verflixt und zugenäht. Scheiße! Ich hätte wegrennen sollen, nicht drauf losgehen. Ja, warte, das machen wir aber doch mal. Ich will jetzt so ein bisschen Krieg jetzt. Also, ne? Hallo, Kochops! Alter, wie die sich auch versammeln, ne? So, den Koffer holen wir uns nochmal. Och, haben wir schon. 10 wohl schon dazu. Okay, alles klar, perfekt. Bam. Sollen sie nur hier um die Ecke kommen? Boah, hab ich jetzt erschreckt. So. Verdammt, HP brauchen wir. Nehmen wir lieber das auf. Mag ich will das Ding aufnehmen. Jo, komm mal ran. Was ist das für ein Obermacker? Au, au, au. Nummer 1. Scheiße. So. Her mit der Waffe. Wenn das alle waren, dann haben wir jetzt Glück. Wenn nicht, dann sind wir am Arsch. Alter, ist das geil, diese Lichtverhältnisse in diesem Spiel. Also das, ich finde, das ist eins, ich finde das beste, ich finde, das ist das beste Spiel, wo die Lichtverhältnisse und so alles so dargestellt wird. Die Grafik ist auch so Hammer.
Bam! Bei uns Aslax läuft das so, ja? Mach schon, Faith. Jackknife wird wohl kaum auf dich warten. Jo, das hat sogar geklappt. Bisschen unlogisch, dass wir da über den Stacheldrahtzaun ohne Schmerzen rübergekommen sind. Aber naja. Fahrstuhlmusik? Hör zu, Jackknife weiß genau, nein, dass schade. Mord und Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Ja, nee, das weiß man einfach nicht, ne? So. Oh. Verdammt, Aga, bleib doch stehen, Mann. Maga, hier überall sind Cops. Warum spielt ihr dann mit uns so ein Jagdspiel? Maga, die kommen immer näher. Wo sind die denn? Ach, über uns. Scheiße, der ist zu schnell. Oder wird zu langsam. Maga, bleib doch stehen. Was soll denn dieses Katz-und-Maus-Spiel hier? Wir kriegen den aber noch. Den müssen wir kriegen. Scheiße! Das darf gar nicht anders. Voll die Verfolgungsjagd, Mann. Da ist er lang. Du verlierst ihn, Faith. Nein, Mann, ich verliere den noch nicht. Verdammt. Ah, Kacke. Ha, was für ein Opfer, Alter, packte sie erstmal ab. So, ein Lappen. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das witzig, wie der sich da abgepackt hat, Alter. Oh Mann. Ah, ja. Immer dieses Rohre klettern. Nein! Na schön, das haben wir uns auch abgepackt. War alles so gewollt, ja? Also, aber alles Sinn und Zweck der Sache. Ich will nämlich verschleiern, dass ich so ein richtiger Profi bin. Aber damit das für euch nicht so langweilig wird und ihr mir etwas zum Auslachen habt bei mir. Deswegen fail ich dann manchmal. Also, ne, wisst ihr ja. Halt dich da doch fest, du Kackbratze! Bah! Geht doch gar nicht klar, Mann. So. Numero 1. Numero 2. Numero 3. So, geht doch. Meine Fresse. Boah. So, jetzt sind wir schon mal auf seiner Seite. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zu ihm hinkommen. Ha, wir haben ihn. Ich weiß, warum du hier bist, Faithy. Sag mir einfach, was Icarus mit dem Mord an Pope zu tun hat, Jack. Ich hab gehört, es war ein Cop. Dann hast du was Falsches gehört. Stehst du auf Wrestling, Faith? Pope war Wrestling-Fan.
hat es geliebt. Er hat sogar einen Ex-Wrestler für seine Sicherheit engagiert. Travis Burfield war bekannt unter dem Namen Ropeburn. Kommst du irgendwann zum Punkt? Ropeburn? Nun, eigentlich ist er nur ein Schläger, der Glück hatte. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, wo sie hingehören. Alle wollen immer im großen Teich schwimmen und übersehen die größeren Fische. An deiner Stelle würde ich bei diesem überbewerteten Stück Fleisch anfangen. Da wünsche ich gute Jagd, Faithy. Ich weiß nicht, ob es klug ist, direkt zu Ropeburn zu gehen. Werde ich nicht. Ich gehe zu Miller. Miller, ja. Was machst du bloß? Willst du ihm von Jackknife erzählen? Noch nicht. Er ist immer noch ein Cop, egal was Kate sagt. Jawohl. Tapete wird geladen. Siehst du ihn? Ja, er geht zu seinem Wagen. Lieutenant Miller? Ich bin Faith, Kates Schwester. Sie hat nie eine Schwester erwähnt. Tja, wir reden nicht viel übereinander. Sie meinte, ich soll zu Ihnen gehen, wenn was schief läuft. Sie wurde verhaftet. Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Captain stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Pope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten.